Glückwunsch zu deinem ersten Angestellten. Neue Mitarbeiter müssen sich erst einarbeiten, bevor sie wirklich leistungsfähig werden. Wenn ein Charakter nicht mit voller Leistung arbeitet, siehst du neben ihm ein Effektivitätsleiste. Die Leiste wird sich mit der Zeit langsam füllen. Normalerweise ist es eine gute Idee, deinen Mitarbeitern ein Willkommenstraining zu geben, um den Prozess zu beschleunigen. Das wird ihre Effektivität weitaus schneller steigern als normalerweise. Um das zu tun, schließe diese Nachricht und klicke auf den Charakter, um das Aktionsmenü aufzurufen. Das war laut. Neue Forschung verfügbar. Mittlere Spiele. So, feuern, trainieren, Forschung, trainieren. Spezialeinarbeitungstraining, da haben wir es ja. Kostet mich 10.000. Na okay, aber wenn es hilft. Ah, okay, hier haben wir wahrscheinlich die Anzeige dann. For the Freedom wurde vom Markt genommen. Es wurde 358.186 Einheiten verkauft und 2.507.338 Umsatz erzielt. Alter. Nice. Ein richtiger Renner das Spiel gewesen. Das hier wird wahrscheinlich die Anzeige sein, ne? Ach, ich habe da auch eine. Carmen Hodges steht auch da. Was? Stand da gerade eben? Hab ich's nicht gelesen. Mist. Die Casual-Spiele hat er erforscht, ne? Oh, und Marketing. Können wir nicht, weil. 40 vor. Ah, wir brauchen Forschungspunkte. Okay. Na dann, oh, ich wollte gerade drücken. Branchenneuheiten. Hardwarehersteller auf der ganzen Welt zeigen sich heute überrascht, dass Covodore-Hersteller des beliebten G64 Bankrott angemeldet hat. Ach ja. Covodore hat es nicht geschafft, einen teuren Alternative auf den Markt zu bringen und sah sich gezwungen, die Produktion des G64 einzustellen. Die Plattform wird daher Anfang nächsten Jahres vom Markt genommen. Na, was willst du machen? So ist das nun mal in der Welt. Kommen und gehen. Nix hält sich ewig. Auch wir werden kommen und gehen. Spielehistorie. Neues Spiel entwickeln. Machen wir gleich mal erstmal ein neues Spiel. Als Thema hätten wir ein Ninja-Spiel haben wir noch nicht. Ninja-Action oder Abenteuer? Bei den beiden bin ich mir immer nicht so sicher. Casual war jetzt dazu bekommen. Ah, verstehe. Warte mal, dann machen wir mal ein Gelegenheitsspiel. Ninja-Casual-Spiel. Ja, warum nicht? Und als Plattform. Kann man für einen Gameboy einmachen? Für einen Gameling einmachen? Obwohl, komm hier für einen PC, dann haben wir's. Ich bin sehr oft PC, sieht man hier. Und wir nehmen wieder die Tratos 1.0. Und das Spiel heißt. Es heißt wie folgt, ich werde es gleich benennen. Machen wir mal Lee the Ninja. Wollen wir das mal für alle, für Kinder, Jugendliche? Für Erwachsene, so ein richtiges Splatter? Komm, machen wir mal für Erwachsene. Hier so ein richtig brutales. So, die Entwicklung startet. Was braucht das Spiel? Das braucht überhaupt keine Story und Quest, weil es so ein Gelegenheitsspiel. Ein super Gameplay sollte es haben. Was Fesselndes. Die Leute süchtig macht. So wie das Spiel hier selber gerade. Macht auch ganz schön süchtig.
So, künstliche Intelligenz nicht wirklich. Wohl doch. Doch, doch, doch. Nee, lieber ein schönes Level rein. Machen wir mal so. Ein bisschen. Bisschen runter hier. Mal gucken, was das wird. Das wird jetzt bestimmt der totale Flop. G64 wird nicht mehr unterstützt. Flop, flop, flop. Ah, jetzt arbeitet sie mit. Deswegen geht das so flott hier. Grafik 95%, was heißt das? Vielleicht sollten wir da langsam mal aufrüsten, ne? Ach, deswegen. Okay. Machen wir mal so. Flup, flup, flup. Presseanfrage. Hi, ich bin Steve O'Connell, Journalist bei Planet GG. Wir haben Gerüchte gehört, dass Sie gerade an ein Spiel für ein erwachsenes Publikum entwickeln. Würden Sie uns ein Interview darüber geben? Na klar, warum denn nicht? Ein Interview geben. Super, vielen Dank für Ihre Zeit. Wir werden das Interview nächste Woche veröffentlichen. Dann mal gucken, was er über uns schreibt. Branchenneuheiten. Planet GG hat vor kurzem ein Interview mit Timoratos Games veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Firma gerade dabei ist, ihr erstes Spiel für Erwachsene zu entwickeln. TR, sage ich jetzt schon, Timo R., Eigentümer und Geschäftsführer von Timoratos Games, erklärte: Wir glauben, dass Spieler sich anspruchsvolle Spieleinhalte wünschen und gehen gerne ein Risiko ein, um dieser Nachfrage zu entsprechen. Viele Branchenexperten glauben, dass nicht jugendfreie Spiele früher oder später geläufiger werden. Wir sind gespannt, wie der Markt auf dieses Spiel reagieren wird. Oh ja, da bin ich auch gespannt. Sind wir so wie, also haben wir wieder, sind wir Vorreiter? Oh, wir haben einen Hype. Ein großartiges Spiel zu entwickeln ist nicht der einzige Weg zum Erfolg. Es ist wichtig, einen Hype um ein Spiel zu generieren, um Begeisterung unter den Spielern hervorzurufen. Am Anfang deiner Karriere wird der Hype meist durch Zufallsereignisse erzeugt. Sobald du mehr Erfahrung gesammelt hast, kannst du Marketingkampagnen und andere Strategien nutzen, um Hypes zu generieren. Da sehen wir, Hype 16. Oh, Bugs. Die Bugs weg. Komm hier und noch ein paar Punkte dazu. Ja. Geht noch. Da geht noch was. Komm, Carmen. Hast du noch eine Idee, Carmen? Ja. Was? Ein Bug? Oh nein. Es scheint, als hätte das Spiel For the Freedom bei seiner Veröffentlichung eine Reihe unentdeckter Bugs gehabt. Einige unserer Kunden haben Probleme damit gehabt und verlangen von uns einen Patch für das Spiel. Wir können entweder Zeit und Geld investieren, um einen Patch zu entwickeln, oder ihre Bitten ignorieren. Wenn du einen Patch für das Spiel entwickeln willst, klicke einen Mitarbeiter an und benutze das Aktionsmenü, um den Patch zu entwickeln. Aber warte nicht zu lange. Für welches Spiel war das? For the Freedom, ne? Oh, da. Lee the Ninja! Neuer Rekord im Bereich Technologie. Oh, und da Levelaufstieg, Engine, Gameplay, Story Quests, Level Design, künstliche Intelligenz, Spielewelt-Design. Sound. Timo. Ich wollte schon wieder TR sagen. Timo R. Level 3 bin ich jetzt schon. Und Carmen Hodges hat auch Punkte bekommen. Spiel veröffentlichen. Neue Forschung verfügbar. Bessere Benutzererfahrung, einfache Zwischensequenzen, Level-Editor und Open World. Okay, wir müssen an den Bugs Patch entwickeln. Na klar machen wir das. Für unseren Bestseller müssen wir das machen. Da sind wir einfach in der Pflicht. Spielbewertungen. Wir haben. Ja, ach so, ja. For the Ninjas. For the Ninjas. Lee the Ninja. Mensch, was ist denn los? Kritiken für Lee the Ninja. Oh. Hab schon Besseres gesehen. Ah.
Könnte besser sein. Naja, die haben natürlich jetzt auch hohe Erwartungen, ne, nach unserem letzten. Eigenartig, aber gut. Macht teilweise Spaß. Na, okay, komm, wir sind immer noch im grünen Bereich von den Bewertungen her. Wir müssen ja auch sagen, die Carmen hat ja jetzt mitgearbeitet, ne? Vielleicht hat die da auch ein bisschen nicht so schön gearbeitet. Immer alles auf die anderen schieben, ist natürlich leichter als an sich selbst zu arbeiten. Sollte man aber nicht machen. So, Carmen, du kannst mal bitte einen Spielebericht erstellen für Lise Ninja. Mach mal was für dein Geld. Nicht nur Kaffee trinken hier. Patch fertiggestellt. Müssen wir das jetzt noch irgendwie herausgeben oder ist das jetzt automatisch rausgepatcht? Haben wir hier? Kann man hier trainieren? Wenn du Top-Spieler erstellen und ein Weltklasse-Team haben willst, musst du, dann ist Training sehr wichtig. Für die besten Resultate solltest du deine Mitarbeiter regelmäßig trainieren. Sie aber nicht durch zu viele Sitzungen auf einmal überfordern. Ja, das ist natürlich klar. Es sind verschiedene Trainingsoptionen verfügbar. Manche Optionen sind besser und um bestimmte Fähigkeiten zu steigern als andere. Ausprobieren ist der beste Weg, um herauszufinden, welche Trainingsoptionen deinen Plänen entsprechen. Es ist nützlich, eine Mischung aus Spezialisten und Allroundern in deinem Team zu haben. Aber versuche mindestens ein Design und ein Technologie, ach Gott, mein Technologie-Spezialisten zu haben. Ist ein bisschen viel langsam. Ich nehme hier gerade ein Stück auf und wir haben jetzt schon fast 2 Stunden. Na, ein bisschen geht noch. Macht mir gerade Spaß, das Spiel. Aus Büchern lernen. Was soll denn der Timo mal lernen? Lass mich nachdenken. Genau, das lernen wir nämlich jetzt. Spielebericht. Unsere Analyse nach Verkaufsstart von Lise Ninja ist beendet und wir haben. Ey. Ey. Und wir haben folgende Resultate erhalten. Ninja und Casual ist eine gute Kombination. Spielweltdesign scheint für diese Art von Spielen nicht sehr wichtig zu sein. Leveldesign scheint für diese Art von Spielen sehr wichtig zu sein. Plattformgenre Übereinstimmung PC Casual schrecklich. Okay. Plattform Zielgruppe Übereinstimmung großartig. Also PC und Erwachsene großartig. Okay. Oh, was ist das? So, und du, Carmen, komm, dich trainieren wir auch mal. Juwelen der Spieleentwicklung. Mach mal, dann, damit wir die Effekte einfach mal sehen, was bei rauskommt, müssen wir das ja mal machen.